Sag noch mal, sag noch mal, Bro. Bitte? Sag noch mal. Schlapp, hab ich gesagt. Lass den mal liegen, aber noch rein. Wie oft willst du denn eigentlich noch heute liegen, sag mal? Bitte? Wie oft willst du denn heute eigentlich zweimal noch in RP liegen? Und einmal mit seiner fetten Mutter. Moinsen! Ich würde aber gerne die Einreise machen. Ja, du siehst die Ankündigung noch nicht, deswegen, ich kann es dir gerne mal vorlesen. Gerne. Also in dem... Genau, kennst du den Nürburgring? Klar, Rennstrecke. Ja, wir haben tatsächlich den Nürburgring als Map. Nee. Und dann kannst du dort mit deinem Auto praktisch hinfahren oder dort dein Auto aufpacken. Ich bin damals zum Redive-Story, da war ich drei war ich da. Und dann sind ich und mein Vater auf der Strecke gewesen und der hat einfach einen Unfall gebaut. Ich auch einmal auf einen Server, da wollte ich mal fragen, wie das hier so ist. Der hatte 6 RP, also wirklich. Nein. Perfekt, weil ich war einmal im Gefängnis von einer Dame eingesperrt worden und ich sag's jetzt einfach so, wie es ist hier, ganz trocken. Die hat mich durch das Gitter einfach ins Arsch geschmissen. Also, das hört sich jetzt dumm an, aber das hat die wirklich gemacht und ich wurde dafür gebannt. Wir hatten letztens leider eine sehr schwierige Familie im Staat. Die können gutes RP, aber das sind so Japaner und machen halt so vergewaltigtes RP und so. Oh. Also du kannst gerne eine super tolle, nette Bewertung unten in Feedback-Support anlassen. Genau, melde dich. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Danke dir. Schönen Abend dir noch, ja? Nicht vergessen bei uns. Ey, man fährt nicht so einfach rein. Sag mal, drängen. Ich glaube, ich spinne. Was willst du denn jetzt? Vielleicht das alles PD rufen. Ja, komm halt mal, Maul. Dann mach mein Baby mal schön hoch, bitte. Seit wann fahren wir in der Werkstatt? Seit jetzt gerade eben. Xenon, was wolltest du haben für eine Farbe? Na, teuer ist so einfach, würde ich mal sagen. Man will auch ein paar Bitches beeindrucken, ne? Was für eine Farbe würdest du gerne haben? Die knalligste. Ich will irgendwo vorbeifahren und die Bitches dann direkt sehen, da ist ein Motherfucker drin, so weißt du? Oh, geil. Ja, du musst auch bezahlen, ne? Ich hab kein Geld. Du musst das ja schon bezahlen. Das ist dein Ernst jetzt? Halt es doch einfach! Das immer wieder, ne? Erzähl. Ja, nichts erzähl, mach einfach mal lieber jetzt. Was willst du denn für eine Farbe haben? Irgendwas Knalliges, das sieht ein bisschen rentnermäßig aus. Das will zu dir passen, nicht zu mir. Was klatscht da für eine Scheiße drauf? Motor, Bremsen, Getriebe. Ich hab gesagt Farbe, du Vollidiot. Ach, nur die Farbe? Oh mein Gott, du warst doch Kacke in den Ohren, wirklich. Das ist jetzt nur eine Farbe, bitteschön. Sag mal, verpiss dich aus meiner Wo ist die Farbe hin? Ja, du, das muss ich erst einbauen. Och, du Vollidiot. Ich hab dir doch gesagt. Ja, sei leise, komm, sprüh da drauf, mach's auch nicht wenigstens. Was ist denn mit dir kaputt, Junge? Du musst das Auto anspringen, du Vollidiot! Komm, Abmarsch. Beleidige die doch. Die Dame, der Herr meint gerade, ich soll sie beleidigen. Das ist eigentlich viel relativ egal. Okay, schlau. Das fährt ja nicht mal schneller, das Auto. Weil du nur eine Farbe haben wolltest. Jetzt hau ab mit deiner Karre. Ey, ich will einfach nur Leistung. Will ich noch ein bisschen leisten. Mach wenigstens meinen Motor ein bisschen höher. Entweder du steigst jetzt in dein Auto ein und verpiss dich, oder ich klatsche hier gleich richtig um. Warte mal, die Fresse jetzt, ja? Und wie wär's, wenn du dich jetzt einfach verpisst? Wer bist du denn jetzt überhaupt? Verpiss dich. Können's auch anders machen. So, dann machen wir das so. Dann machst du dich ein bisschen aus wie so eine Poporitze, bin ich ehrlich. Ach, und wie wär's, wenn du die Fresse... Stinkt auch wie eine Poporitze. Big Cock in my ass steht in deiner Maske drauf. Da steht was komplett anderes, aber natürlich. Big Cocks in my hand. geil, ich wusste, du bist so ein Typ, ey. Einfach die Fresse halten. Na, okay, dann fang du erstmal an, ja? Entweder du hältst jetzt deine Fresse oder... Ich hab gesagt, du fängst an, dann musst du auch mal die Fresse halten. Hältst jetzt deine Fresse? Verpiss dich oder wird's denn heute? Deine Poporitze, ey. Wenn du dich jetzt nicht... Aber sei doch mal leise, ich hab gesagt, du sollst auch die Fresse halten, wenn ich die halten soll. Aber schuld. Deine Poporitze. Ich hab schon wieder so ein Lied im Kopf, ne? Dänelei. Okay. Was ist denn genau passiert, wenn ich jetzt immer sie fragen darf? Wenn man irgend so eine Poporitze meint, mich irgendwie anzuschießen, irgendwie sowas. Du bist ja immer noch so frech. Bär? Ja, Bär, halt auch mal die Fresse, ey, Schlaf. Was willst denn du jetzt vorbei? Wie redest du, du Schwanz, Digga? Du bist auch ein Schwanz, ey. Sag nochmal, Bro. Bitte? Schlaf, hab ich gesagt. Hat er dich beleidigt? Ja. Das ist ein Schwanz. Wenn mich nicht mehr kommt zu mir und schreit, dass ich meine Fresse halten soll, kleiner Bastard. Buddel dir höchstpersönlich dein Grab, ja? Kuss, Herz, buddel ich dich ein, ja? Ey, lass den mal liegen, Amanaroy. Was ist los bei dir? Nein, ich muss den. Ich bin den am Besuchen, lass den mal liegen, Amanaroy. Bruder, leg den hin, wenn ich dir sage. Ja, ich muss das selber machen. Es geht gerade nicht. Irgendwie geht gerade mein Hand, ist irgendwie gerade verkrampft.
So, da sind wir wieder. Mal gucken, ob die noch da sind, die kleinen Rabauken. Ey, Chef. Er ist gerade nicht da. Wisst ihr, wo meine Karre hin ist? Wurde wahrscheinlich abgeschleppt oder so. Oh, nee, oder? Ach, ich hatte noch nie das Problem, dass mein Auto abgeschleppt worden ist. Ja, ich auch nicht. Sehr freudig, ja. Das klingt nach einem Du-Problem. Ja, also, da musst du ja auch nicht weiter mit mir reden. Ich warte auf den Herr mal hier. Der ist nicht da, wie gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, ich warte. Dummheit. Das ist gerade die Blondhaarige als dumm beleidigt. Okay, die Blonde ist auch ein bisschen dumm, sag ich es einfach mal. Achso, hier der Herr, hallo. Haben Sie mein Auto gerade abgeschleppt? Hast du gerade die Frau dumm genannt? Hast du die Frau dumm? Ja, komm, sag mal, da leise, da kleines Hühnchen. Alles klar, red mal so mit meinem Chef, du kleiner Lutscher. Halt einfach die Fresse und verpiss. Ja, aber ich frag doch nur ganz höflich, wo mein Auto ist. Ja, hier ist dein Auto. Oh, Scheiße, ey. Sorry. Sorry. Ihr könnt den direkt wieder mitnehmen. Hört ihr das Lied an den Ortsfabrikant? Halt jetzt zu, hört jetzt zu. Baby, bitte setz dich auf mein Gesicht. Ich steh auf und direkt eine alte mit so Wichsflecken in der Fresse. Er leckt mich am Arsch. Du hast genug geredet für heute, mein Freund. Ja, du hast genügend gelutscht. Jetzt sag mal bitte leiser. Dein Mund riecht schon wirklich nach Pimmel, wirklich. Weißt du, wer auch noch Pimmel riecht, Bruder? Du und deine Mutter, halt's Maul. Nick, hast du noch einen Jute-Sack? Ich hab den Sack, den ich entleert habe, auf seine Mutter gestern Abend. Halt die Fresse. Du hältst mal die Fresse, ja? Sie sagt zu mir, Baby. Hautfarbe Karamell. Warum gehst du in den Kreis? Bist du nervös oder was, Kleiner? Ich bin nicht nervös. Gehst du eigentlich ein bisschen fechten, oder was? Der steht aber auch wie so ein Rambo, ey. Also sag mir, wie heißt du? Oh, halt die Fresse mit dir, ein Schwierige. Freut mich. Mich würde es freuen, wenn diese Flecken endlich mal weg sind. Ja, mich würde es freuen, wenn du deine gottverdammte eins, Fresse hast. Eins, zwei, das sind ja ganz viele. Pro Fleckchen ein Mann, oder was? Wie oft würdest du denn eigentlich noch heute liegen, sag mal? Bitte? Wie würdest du denn heute eigentlich zweimal noch liegen? Zweimal in RP und einmal mit seiner fetten Mutter. Ja, alles klar. Mal Kleidungsladen gehen, würde ich mal sagen. Wir haben meinen Mann umgefahren. Ich hab deine Löcher weggemacht. Ich hab neue Freunde gefunden, guck mal hier. Neue Freunde, bist du sicher? Ja, die mögen mich. Ja, die Farbe steht dir aber vom Auto. Danke. Trägst du auch die Unterwäsche passend dazu? Ja, die ich von deiner Mutter bekommen. Von meiner Mutter? Jetzt sind ein paar Nummern zu groß. Ich hab eigentlich 2XL, aber die alte trägt ja 5XL, die fette Sau. Hat er das jetzt echt gesagt? Hat er gesagt. Da ist ja noch einer drin. Wer ist der denn? Noch so ein alter Sack, ich flipp aus. Alter Sack, ich bin... Oh, du bist ein alter Sack. Mauldecker. Oh, du der Mauldecker. Der Rentner. Alter Sack. Ich zeig dir mal dein neues Zimmer. Let's go. Ich bräuchte mein Auto mal wieder, wurde gestern abgeschleppt. Reparaturen sind bei uns nicht so teuer. 500 gebe ich Ihnen und dann kriege ich die Frau noch dazu, ja? Wie heißt das Püppchen, wenn ich mal fragen darf? Keiner, ich kenne niemanden, ich kenne nur meine Autos. Nur deine... Fickst du auch deine Autos, oder? Ich lebe für meine Autos. Also, ja. Ich bin hier der Mechanikermeister. Und die meiste Zeit bin ich nur hier. Wenn man Druck auf der Lunte ist, ne, dann muss auch mal so ein Auspuff herkommen. Was andere machen und nicht machen, interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Ich bin nur für die Autos da. Dann nochmal einparken, das Ganze. Mach ich. Schönen Tag noch, ja. Nächste Sekunde, ja. Und schmier die Auspüffe und bleib dabei stecken. Was ist das denn? Alter, so einen Scheiß habe ich noch nie erlebt. Ey. Mein Auto ist Fritte. Deshalb hole ich jetzt mal die Karre hier. Ja. Ab zu deiner Mutter. Bro, halt's Maul. Ich hab wieder einen Reifen verloren. Oh mein Gott. Hell no, man. What the fuck? Oh mein Gott, und guck mal, was wir da machen. Oh mein Gott. Bro, ich schwör, ich brauche noch zwei Therapeuten, Bro. Weil ich einen Therapeuten brauche, der meinen ersten Therapeut therapiert. Aber, wie kann ich dir helfen? Das Autotune. Natürlich. Ja, dann warte ich eben. Mein Chef ist gleich in der Lackierkabine fertig. Dann fahre ich da eben rüber. Ist er dein Chef da mit dem Schwanz auf dem Rücken, oder? Busschläger. Ja, es gibt hier einen, der hat Hausverbot. Der kommt die letzten Tage immer wieder zum Stress schieben. Der ist auf einmal aufgetaucht, einfach in die Werkstatt unerlaubt reingefahren. Hat mich fast überfahren. So, welche drauf machen? So pink, ist das möglich? So, ich mach deinen Wagen auch noch einmal sauber und heile. Ich check's einfach nicht. Das ist so geisteskrank. So, und steig mal eben ein, weil den Wagen, den musst du jetzt einmal in die Garage packen. Und bei dir alles gut, Nick? Ja. Pink's aber auch nicht gut. Ja, ein bisschen stressig heute. Ja, also wir hatten, ich hab schon die Der Typ war wieder da. Deswegen habe ich auch mir vorhin wieder 50 Joints gekauft. RP-Probleme! RP-Liebesprobleme! Den Pratern geht's nicht gut, Jungs! Du rauchst mindestens ein White Widow pro Tag. Mein Gott! Ansonsten warte ich eben hier, machst einmal Powernap. Oh, das ist schon mal gut, ne? Das Ding ist halt, Jungs, ich kann das Auto nicht einpacken, weil das nicht mein Auto ist. Da steht der Rambo. Das hat er jetzt nicht gemacht. RP! Ach, scheiße, Digga, das Auto ist genau da stehen geblieben. Er hat uns echt überfahren. Du kleiner Pisser, ey. Wer ist denn das? Keine Ahnung, weiß ich nicht, kennen wir nicht. Ich bin gestern reingereist und hat gestern schon hier die ganze Zeit Stress geschoben im Laden. Aber ich stehe da doch in der Ecke, wie findet dieser Vollpfosten überhaupt, ey? Das ist echt ein kleines, feiges Etwas. Wo ist denn dein Auto? Der ist richtig sauer. Du kleines, feiges Etwas. Er hat meine Mutter gesucht, hat er mir gesucht. Hat er dir gesagt? Meine Mutter trägt Pink, das weiß er auch, deswegen hat er den Wagen ja auch. Er gibt das sogar zu.
Guten Morgen, guten Morgen. Oh, meine Augen auf und sehe nur so gefangene LP-Spastis. Was für Dinger? So gefangene Oplay-Spastis.